Hallo Leute und endlich wieder willkommen zurück bei Pokémon. Ja, es sind ein paar Folgen ausgefallen, das tut mir auch wirklich leid. Das war die Zeit. Ich habe aber ein bisschen die Zeit auch genutzt und habe nochmal ein bisschen gelevelt. Ein ganz bisschen, wir können hier nochmal gucken. Da, die sind jetzt alle über 50 auf jeden Fall und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Ich bin noch nicht viel weiter, ich bin hier die Treppe hochgegangen und das war's eigentlich schon. Guck mal, da unten war der Wanderer aus der letzten Folge, da zappelt ein bisschen das Gebüsch, hier war ich noch nicht. Wow, der kommt. Oh, ein Pokémon. Geht der gut los? Aber die sind, glaube ich, alle ein bisschen stärker hier, ne? Ja, Level 56, das sieht dann schon ein bisschen eindrucksvoller aus. Machen wir mal weiter hier. Ja, wir sind auf dem Weg zur Liga. Pokémon-Liga. Ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe, durchzuziehen. In dieser oder zumindest der nächsten Aufnahmesession. Zumindest so, dass ihr regelmäßig jetzt Folgen bekommt. Ja! Ja, ich weiß nicht, ob wir diese ganzen Brücken langlaufen müssen. Da liegt ein Schleimberg. Ey! Auf diesen Moment habe ich gewartet. Oh, wie lange habe ich darauf gewartet? Ey, das war voll unfair. Pokémon Ranger Macario. Okay, eine Flunder. Flunschlick! Sollten wir aber, denke ich mal, in den Griff bekommen. Ja, ist natürlich ein Wasser-Pokémon, ne? Ah, oh, war gar nicht so schlecht. Lehmbrühe haben wir zum Glück nicht abbekommen. Nochmal ein Feuerschlag drauf und dann hat sich das, denke ich mal. Ha, ja, Pokémon, wir haben es auch alle vermisst. Endlich sind wir wieder da. Hätte auch nicht gedacht, dass das so lange dauert von den Folgen her. Aber na gut. Noch sind wir ja nicht durch, ne? Ein bisschen was kommt ja noch. Einen Meisterball haben wir auch noch in unserer Tasche. Boah, doch, wird langsamer, ne, mit den One-Hits. Ja, oh, fast Level 57, sehr schön. Okay. Ich habe lange darauf gewartet, dieses Item an deinen Mann bringen zu können. Ja, wunderbar. Du hast mir eine verdammte Beere gegeben. Dein Ernst? Naja, gut. Ja, er hat über das Uzara gesprochen, dann wird das auch eins sein, oder? Nee. Oh, Brüller haben wir noch mitgenommen. Ja, Items, so VMs, TMs, das benutze ich ja fast gar nicht irgendwie, ne? Oh, und ein wilder Pokémon. Hier rennen ein paar coole rum. Das hier hatte ich zum Beispiel versucht zu fangen, einfach so, aber mit einem normalen Pokéball hat es keine Lust gehabt. Ist natürlich jetzt ein bisschen feuerresistenter. Heimzahlung. Ja, ich hab natürlich immer dann so alles gemacht, als ich trainiert habe. Das geht dann alles ein bisschen fixer. Und so ein Kampf hier mit Oink, das ist natürlich nicht jetzt so pralle. So, wunderbar, fertig. Bup, bup, bup. Haben wir den auch besiegt? Ja, ich glaube mal, diese Brücken müssen wir gar nicht lang gehen. Ich glaube, wir müssen hier den regulären Weg lang gehen. Hier ist übrigens mein Gebüsch, mein treues Gebüsch, in dem habe ich trainiert hier. Und... Ah, du standst aber auch blöd da. Du möchtest dich also den Gefahren der Siegesstraße stellen, Trainer? Dann zeig mir, was in dir steckt. Ja, Training geht halt wunderbar, ne? Mit diesen hochleveligen Pokémon hier auf der Siegesstraße. Okay, wir hätten da einmal so einen Otter. Der Raid hat doch auch so einen, ne? Bojelin, oder das war dann halt noch eine andere. War das nicht das Otter-Pokémon? Oh, ich komme durcheinander, ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist wieder ein Wasser-Pokémon, verdammt, jetzt sind wir auch tot. Ach, Oink, Mensch, reiß dich doch mal ein bisschen zusammen. Matri. Matri-Fohl, alte Socke. Schön, dich mal wiederzusehen. Blättersturm. Sehr gut. Das hat sehr gut geklappt. Lucario. Ja, bleiben wir einfach drin. Machen wir noch einen Blättersturm oder 2, 3. Mal gucken. Lucario ist auf jeden Fall stark. Vor allen Dingen auf Level 53. Okay, es bufft sich erstmal mit Spezialangriff und Spezialverteidigung. Jetzt gibt es den Blättersturm. Oh, das sah ganz gut aus. Nicht effektiv, aber verdammt stark, müssen wir mal dazu sagen. Schon gut, schon gut. Ich hab's ja kapiert. Du hast mir gezeigt, was in dir steckt. Jemand, der so talentiert ist wie du, kann hier mit Sicherheit was anfangen. Jetzt geben die mir alle irgendwelche blöden Bären. Hinter dieser Treppe liegt die Ordenskontrolle. Zur Siegestraße ist von dort nur noch ein Katzensprung.
Ja, aber ich werde mal Oink, na gut, ich schätze mal, da wird natürlich dann gleich noch ein Pokémon-Center kommen, deswegen lassen wir Oink mal besiegt. Holen mal Maxas ran. Und gehen mal in die Ordenkontrolle, würde ich sagen. Da bist du ja. Am Ende der Siegesstraße befindet sich die Pokémon-Liga. Ich habe Pokémon-Kämpfe immer verabscheut, weil die Pokémon dabei verletzt werden können. Aber alles hat zwei Seiten. Bei Pokémon-Kämpfen geht es nicht nur darum, Gewinner und Verlierer zu ermitteln, es geht um mehr. Man testet die eigenen Stärken aus und die seiner Pokémon. Um die des Gegners und dessen Pokémon. Das gegenseitige Akzeptieren anderer Meinungen und Lebensweisen löst eine Kettenreaktion aus, die das Potenzial zu einer weltweit Toleranzbewegung hat. Pokémon-Kämpfe sind ein kleiner, aber doch großer Schritt in diese Richtung. Das hat mir mein Freund C-Com beigebracht. Und das ist auch die Formel, die ich auf meine Reise durch die Welt aufgestellt habe. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, was das bedeutet. Ach genau, nimm das hier mit. Auf der neuen Siegesstraße gibt es Orte, die du nur mit VM-Attacke Kaskade erreichen kannst. Dann ist ja gut, dass wir wen kennen, der uns sie gibt. Sonst hätten wir hier jetzt blöd dagestanden. Ja, und dein Pokémon-Team, ihr könnt es schaffen. Ihr könnt in der Pokémon-Liga gewinnen und euer Ideal erreichen. Euer Wunsch erfüllen. Ich sehe es vor mir. N, mach's gut. Wir haben Kaskade erlernt. Dann wollen wir es gleich mal Relax beibringen. Moment. In der Tasche. Kaskade. So, Relax. Ja, irgendwas müssen wir... Du bist ja immer so ein Nutz-Pokémon, ne? Taucher... Taucher kann, glaube ich, weg. Das ist schwächer als Fontänen auf jeden Fall. Fontänen soll das doch bestimmt heißen, ne? Dieser Attacke ist sehr wichtig. Sie kann jetzt nicht vergessen werden. Dann machen wir die Fontänen weg. Ach ja, tauchen kann ich ja auch noch in irgendwelche Ruinen und sowas. Okay. Naja, gut. Siegesstraße. In diese Richtung Ordenkontrolle. Oder die Orden... Au. Orden Nummer 1. Besitz des Grundordens bestätigt. Besitz des Giftordens bestätigt. Besitz des Käferordens bestätigt. Hier komme ich aber auch nicht raus, ne? Nein. Besitz des Voltordens bestätigt. Cool gemacht auf jeden Fall. Besitz des Seismoordens bestätigt. Besitz des Jetordens bestätigt. Besitz des Legendenordens bestätigt. Besitz des Wellenordens bestätigt. Und damit dürfen wir eintreten in die Pokémon-Liga. Okay, so ein Aufwand. Früher war das bescheidener, ne? Hey, hast du alle Orden? Okay, geh durch. Hier sind Ruinen. Eine alte Stadt? Pokémon-Liga liegt am Ende des Tunnels. Oh, hier ein Pokémon-Center. Da müssen wir uns jetzt natürlich richtig ausrüsten. Dank meiner Pokémon habe ich doch tatsächlich 8 Arena-Orden gesammelt. Aber weil ich so feigling bin, hänge ich jetzt auf der Siegesstraße fest. Erst muss man die lange und beschwerliche Siegesstraße hinter sich lassen, dann gilt es, die Top 4 zu besiegen, einen nach dem anderen. Auf diese Weise rückt der Champ langsam aber sicher in greifbare Nähe. Ja, und hier müssen wir erstmal unsere Pokémon heilen. Hier hat man nochmal die letzte Chance am Computer, nochmal letzte Pokémon in sein Team zu holen. Würde ich jetzt mal behaupten. Und hier müssen wir uns betränken und all sowas eindecken. So kenne ich das auf jeden Fall noch. Wir gucken mal. Top-Trank, Top-Genesung. Ein Top-Trank reicht uns, denke ich, mal hin. Ah, davon haben wir schon ein paar. Davon können wir auf jeden Fall nochmal schön 30 Stück hier mitnehmen. Wunderbar. Top-Genesung stellt alle KP eines Pokémon wieder her und erhebt alle Statusprobleme. Achso, auch noch. Beleber. Ja, Beleber brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar. So, wir sind mal optimistisch und nehmen mal 20 Stück mit, ne? Ja, das ganze Geld brauchen wir sowieso jetzt erstmal nicht mehr. So, Gegengift. Haben wir noch Gegengift? Oh, eins nur noch. Davon nehmen wir auch nochmal 15 mit. Oder 14 hier. Wunderbar, haben wir 15. Paraheiler. Haben wir noch 10. Aufwecker.
Nimm mal 6 mit. Feuerheiler. Mitnehmen. Hyperheiler. So, nehmen wir einfach den mit. Der heilt alles. Schutz weiß ich gar nicht, aber haben wir, glaube ich, noch. Tränke haben wir. Ich werde noch mal ein paar Hyperbälle mitnehmen, weil wir davon keine mehr haben. Warum auch immer. Also, warum auch immer ich welche mitnehme. Und du hast doch bestimmt hier unten noch ein bisschen schönes Briefpapier für mich, oder? Hallo, willkommen, kann ich helfen? Nee, der hat noch ein paar coole Bälle. Luxusball. Ein behaglicher Ball, der Pokémon veranlasst, nach dem Fangen schnell freundlich zu werden. Ein Ball, der besonders dann sehr gut ist, wenn man ein Pokémon fangen will, dessen Art bereits gefangen wurde. Effektiver. Ein Mystery Bilder für Einsätze in der Nacht oder an dunklen Orten. Komische Ball, der zu Beginn eines Kampfes am wirkungsvollsten ist. Dann nehmen wir davon auch nochmal 10 mit. Einfach mal, um welche in der Tasche mal wieder zu haben. Ein Nestball bei schwächeren Pokémon sehr hoch ist. Na gut, schwächere Pokémon werden wir hier wohl nicht treffen. Ich möchte aber ganz gerne mal wieder ein paar verschiedene Pokébälle in der Tasche haben. Hier Käfer- und Wasser-Pokémon, glaube ich, ne? Heilball. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Was ist denn ein Wiederball? Ach so. Ein Luxusball, ja, weiß ich nicht. Einfach mal Hauptsache haben. Jetzt haben wir ordentlich Geld ausgegeben. Sind soweit ganz cool drauf. Jetzt werde ich nochmal kurz sichern an dieser Stelle. Bringt das was, wenn ich hier schneller mache? Ja, auf jeden Fall. Hat das Spiel gesichert. Und dann wollen wir mal durch den Tunnel zu den Top 4. Auf geht's. Ich weiß nicht, was uns hier unten noch erwartet. Außer dem Trainer, an dem ich nicht vorbeigehen kann. Das ist ja unfair. Jetzt kannst du mir zeigen, was dein Team so alles drauf hat. Der hat jetzt aber bestimmt auch 6 Pokémon, oder? Ich meine, der ist auf dem Weg zu den Top 4 und zum Champ. Nee, doch nicht. Golgantes. Golgante? Wow, so eins will ich auch haben. Golgantes. Das gefällt mir gut. Also, weil es stark aussieht, ne? Gucken wir mal, was wir mit unserer Klaue erreichen bei dem. Weil die halten mächtig viele Euro. Dampfhals ist stark. Verfällt der da nicht in den Rausch und macht die jetzt immer wieder? Wie dem auch sei, wir bringen ihn um. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Da muss man sich dann nochmal heilen, bevor man in die Kämpfe da geht, oder? Ich meine, ich verbrauche jetzt auch meine ganze AP auf dem Weg dorthin. Symbolara. Da können wir ruhig drin bleiben. Ist voll nervig, das Pokémon. Aber mit ein bisschen Glück one-hitten wir es. Oder es macht halt voll die Space-Attacke. Space-Attacke! Okay, war gar keine Attacke. Und, nee, immer noch nicht. Und nochmal, komm. Eisstrahl. Nicht so gut, ne? Vor allem, wenn wir gefrieren. Außerdem ist es sehr effektiv, weil wir ein Drache sind. Feuer, Drache, Drache, Feuer. Oh, es reicht, zum Glück. Können wir gleich mal unseren Top-Trank benutzen, würde ich sagen. Jetzt hast du es aber uns gezeigt. Ja, du bist eindeutig ganz geil drauf. Du hast mir gezeigt, was für ein toller Trainer du bist. Aber was bringt dir das? Ich weiß, was meine Pokémon und ich zu leisten vermögen. Das ist es doch, worauf es letzten Endes ankommt. Wenn du das sagst, dann ist das ja nicht so schlimm, dass ich gegen dich gewonnen habe. Top-Elixier. Okay. Top-Genesung. Haben wir tatsächlich auch noch 2. Top-Trank. Schön. Ja, prima. Erstmal ein bisschen was getrunken hier. So. Ach, hier gibt es tatsächlich Pokémon. Gucke an. Oh, auch nett, ne? Weil es ein Psycho-Unlicht-Mist-Pokémon ist, ne? So, Übernahme. Es wartet auf einen Angriff. Hier ist der Angriff. So viel zu deiner Attacke. So viel dazu. Weiter geht's. Stärke. Jetzt müssen wir natürlich wieder alle VMs einsetzen, ne? Damit man bloß nicht irgendwie sich seine Attacken individuell zurechtlegen kann. Da muss man dann auf jeden Fall alle VMs belegt haben. Muss ich hier einfach gerade durch? Nein, natürlich nicht. Warum macht denn das hier nicht mal einer ordentlich? Oh, ist wieder so eine Psychotante, ne? Und nun werde ich mit Hilfe meiner Psychokräfte ein Pokémon aus diesem Ball hervorzaubern. Ganz großes Kino.
deine Zauberkräfte, wirklich. Psycho Rachel. Laternecto. Ehrlich, eine Straßenlaterne als Pokémon. Also so langsam reicht's, oder? Zahnräder und was weiß ich nicht alles, aber eine Straßenlaterne. Man kann es auch übertreiben. Man kann es auch übertreiben. So. Flammkörper, ja, zünd uns doch mal an. Hat dir dann auch nichts genützt letzten Endes. Somnivora. Das hat bestimmt was mit dem, was wir eben hatten. Irgendwie eine Entwicklung, oder? Nee, ach, das ist hier. Das schlafende Schweinefötus-Pokémon. Einhorn mit drin, so Mischling. Gedankengut. Das kann sich aber auch heilen, das Vieh, oder? Und ich brenne so langsam vor mir her. Immer mal wieder die Drachenklaue. Leider hat die nicht so viel AP. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine AP Plus haben, irgendwie was. Spukball, der haut, glaube ich, rein. Der ist gar nicht mal schwach. Und wir brennen noch ein bisschen. Das wird knapp für Maxas, ne? Muss jetzt mal ordentlich zuhauen. Easy going, sage ich da ja, ne? Prima. Und Level 57, das ist gut. Jetzt können wir mal auf Oink wieder wechseln. Diesen Trick sollte ich wohl besser mal üben. Cattleya von den Top 4 besitzt angeblich unglaubliche Psychokräfte. Ich will unbedingt gegen sie kämpfen. Okay. Dann kannst du das ja gerne tun, aber nicht, wenn du hier in der Höhle rumgammelst. Einmal hier kurz wieder auffrischen, bitte. Danke. Haben wir... KP Plus hätten wir noch. Haben wir Feuerheiler. Perfekt. Ich habe eigentlich einen Hyperheiler gesucht, aber das Ding ist auch ganz gut. Dann switche ich jetzt nochmal auf Oink. Das ist auch Level 57 erreicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Pokémon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Freaky!